Die Italiener lieben ihre Autos, sie lieben den Rennsport und vor allem lieben und leben sie Monza. Es ist natürlich das Heimspiel für Ferrari mit 18 Siegen auf dieser Strecke seit 1950. Die heimischen Fahrer hatten nicht ganz so viel Glück wie die heimische Marke. Zum letzten Mal gewann 1966 ein Italiener seinen Heim-Grand Prix. Es ist nun an der Zeit, neue Geschichte zu schreiben. Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 346 km/h und einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 249 Stundenkilometern gilt Monza nicht ohne Grund als eine der schnellsten Pisten des Motorsports. Im Parco di Monza gibt es 11 Kurven und auf der 5,79 Kilometer langen Rennstrecke haben wir schon spektakuläre Rennen erlebt. Die beste Überholmöglichkeit natürlich die erste Schikane. Vorher kommt man durch die Parabolika und dann über die lange Start und Ziel. Und mit dabei ist natürlich auch Stefan Römer. Jetzt würde ich gerne mit dir über Pierre Gasly reden. Wie so oft geht es natürlich um Zuverlässigkeit. Und ja, in der Tat werden sie heute von einer sehr ungünstigen Position aus starten, da sie einige Triebwerkskomponenten ausgetauscht haben. Das wird heute alles andere als leicht für sie. Jeder muss während seiner Karriere mal mit Strafen und Zuverlässigkeitsproblemen zurechtkommen. Und dann musst du einfach in die Hände spucken und irgendwie da durch. Heute geht es nicht darum, ein Wunder zu erwirken und den Wagen dort zu positionieren, wo er eigentlich sein sollte. Es geht vielmehr um Schadensbegrenzung. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Richter startet aus der Pole Position, vor Kimi Räikkönen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Perez, Hamilton, Sebastian Vettel und Verstappen, Sirotkin, Magnussen, Sainz Junior und Marcus Ericsson, Bottas, Leclerc, Esteban Ocon. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Alonso, Grosjean, Van Dorn, Lance Stroll und Nico Hülkenberg. Gasly und Brandon Hartley macht die Startaufstellung komplett. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Ja, ich dachte, da kommt noch was. Gut, damit dann herzlich willkommen zurück zu Let's Play FN 2018. Ja, die beiden Toro Rosso als Heimteam. Leider ganz am Ende des Feldes. Aber das Thema soll nicht unser sein. Wir wollen natürlich für Red Bull hier den nächsten Sieg holen und wieder einen Riesenschritt auch Richtung Konstrukteurs-WM machen. Bevor wir dann in die Pause gehen und mit F1 2000 und F1 2019 weitermachen werden. Wollen wir dann irgendwie mal in die Pause gehen. Jetzt machen wir es mal einen Start. Legen wir los. Aber jetzt überlege ich gerade, ob ich die ersten 5-6 Rennen fahre mit dem neuen Team. Aber gucken wir einfach mal. So, gehen wir rein. Ins 14. WM-Rennen an diesem Sonntag. Okay, our system checks are good. Need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. So, ich hoffe, dass wir hier natürlich gleich durch die erste Kurve durchkommen, wo wir wahrscheinlich im Megadruck sind. Ja, vor uns, hinter uns Kimi Räikkönen und dann Sergio Perez. Bei Mercedes sehr weit hinten. Der erste steht nur auf der 4 und der zweite steht auch ziemlich weit hinten auf 13, glaube ich, müsste Bot da stehen. Also, was diese jetzt kurze Türzlehre mal betrifft, könnten wir tatsächlich heute einen mega, mega Schritt machen. Aber das müssen wir erstmal auf die Bahn bringen und ein bisschen Glück dabei haben. So. Jetzt müssen wir mal gucken, das Auto noch in die Buchstelle. Oh, war endlich mal wieder weit vorne. Endlich mal wieder eine Pole Position. Das ist auch schon wieder länger her. Im letzten Rennen wäre nur Dritter gewesen. Dann haben wir es ja trotzdem gewonnen.
glaube, es war jetzt 4 Siege, 3 oder 4 Siege in Folge. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. So, los geht's! So, jetzt mal schön den Mercedes wegblocken. Oh ne, den Ferrari. Jetzt habe ich natürlich da keine Lücke. Ah, leck mich doch am Arsch! Ich muss ihn hier nicht raufkriegen! Ja, und dann ist noch ein hinterher, damit ich auch wirklich komplett als Letzter bin. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. So, ich habe mich wieder meinen ersten Platz zurückholen. Können wir so mit Dreck können, ist mir egal. So, zumindest sind wir wieder vorne. Ganz kurz mal gelb. Okay, that's a good start. Keep it up. So. Sorry, Kimi, aber ich wehre mich. Ich lasse mich so gerne mal holen, einfach. 13 Runden heute an. Gott sei Dank geht das Rennen heute relativ, also das Rennen geht relativ schnell. Letzte Europarennen steht heute an. Oder jetzt an. Es läuft ja. 29.955 für die erste Runde direkt mal in Führung. Hamilton der Wein vorbei. Kimi Räikkönen, aber die. Und sie Sirotkin als Überraschung momentan auf 3. Ja, Hamilton hat also. Da scheinen einige ihre Probleme zu kriegen. Das soll aber nicht unser Thema sein. Wir können uns erstmal hier den Ball schön vorne absitzen. So, sie rocken auf 3. Hinter uns Kimi Räikkönen und dann, ja, sie wieder der Russe. Das hat Überraschung getan. Oh. Na, ich hoffe, jetzt kann es durchaus Punkte geben heute. Der erste leider sich verabschiedet sich. Hoffe ich, Herr Mitten. Ich glaube, das war sogar ein Mitten. Ich glaube, es war ein Mercedes. Ich glaube, es war ein Mitten. So, nächste Runde. Ja, es war Lewis Hamilton. Das ist für uns natürlich ein Traumergebnis, wie gesagt, dass ich das. Dass der ein Mercedes weg ist. Brauchen wir nicht. So, wir werden jetzt natürlich schön in Spann. Oh, der will aber ordentlich schieben, der Wagen. Noch die Reifen kurz drauf. Ja, da hat er seine Probleme auf jeden Fall. So, die Strategie natürlich behalten wir. Und hier ist gelb, weil hier noch das
der Mercedes irgendwo stehen müsste. Oder stand. Ich habe ein bisschen Probleme mit den Reifen zu haben. Runde 3 sind wir jetzt mittlerweile. Dazu gehen gleich auf jeden Fall die Box. Fahren wir die Box an. Heute Abend wieder bei uns live. 25 Uhr mit dem großen Preis von Spanien. Zweite Rennsaison. Ja, in Frankreich lief es ja nicht so gut. Nach dem Mega-Unfall. Leider ohne Punkte geblieben fürs Team. Schade eigentlich. Es wäre wahrscheinlich sogar ein bisschen was drin gewesen. Gehen wir wieder auf die letzte Runde. Der will aber auf jeden Fall auch. Aber wenn wir gleich schon einen neuen Soft drauf haben, sollte es eigentlich wieder besser werden. Ja, Kimi kommt ran und Sirotkin hängt dahinter. Ah, gut, Sirotkin hat natürlich mega Probleme. Der wird wahrscheinlich nicht lange seine Kontrahenten dahinter sich halten. Und wir haben das Problem mit dem Auto, mit den Reifen wahrscheinlich. Die sind bei 30%. Noch 9 Runden. Aber naja, abhaken, Frankreich, Spanien nach vorne, gerade das kommt. Heute Abend, wie gesagt, 20 Uhr, MSFL, zweites Rennen aus Spanien. Und da hoffe ich mit den ersten 7 Punkten. Natürlich ist in Frankreich was drin gewesen, aber ja, Rennunfall passiert, meiner Meinung nach. Schafft es aber nicht raus, wir quasi einen Sonntag, eine Woche bis vor dieses Rennen rauskommen, was machen, weil ich ja von dieser besonders perfekt bin. Aber das soll ich unter Tür. Ich möchte jetzt gleich, dass wir schon in die Box gehen, wenn ich ehrlich bin, ist es, glaube ich, fast sogar schon so weit. So, 8 Runden haben wir noch, wir haben bald Halbzeit hier. Kimi kommt jetzt in Reihe. Wir müssen auf jeden Fall jetzt immer nur, wirklich die frischen Reifen aufziehen. Pit now. Das macht jetzt eher am meisten Sinn, als noch einen Stop zu setzen. Den Stop zu ziehen und dann nach die 8 Runden mit den Reifen durchzufahren. Weil die haben jetzt auch 5 Runden drauf. Also sollten die Soft easy reichen, die 8 Runden. Ein paar davon ist auf 11, aber zurückgefallen. Aber umso eher wir da die Möglichkeit haben, die Kontrahenten wegzuhalten. Weil wir mussten jetzt Stop ziehen. Wir hängen jetzt zwischen den beiden Schlusslichtern aus dem Qualifying, hinter dem Toro Rosso. Oder zwischen meinem Toro Rosso. Gasly, Hardley, jetzt hat er also Van Dorn gepackt, der Neuseeländer. Sieht gar nicht aus, wie wenn natürlich die erste jetzt in die Box gehen. Jetzt gucken wir, was wir die drei da vorne kassiert bekommen, ohne große Aufhaltungen. So, jetzt ist Kimi in der Box. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Hey,
Max geht auch in die Box. So, der Einzige, der jetzt noch nicht reingeht, ist der Brandon Hartley. So, Kimi haben wir wieder kassiert. Und jetzt Zweiter. Brandon Hartley. Aber den müssen wir jetzt angreifen. Jetzt erstmal. Oh, der hat einen Mega-Verbremser drin gehabt. Aber da mussten wir auf jeden Fall auch in die Mitte. Muss man dazu. Jetzt schnell vorbei. Passt. Perfekt. Runde 7. Wir führen wieder das Rennen an. Es wäre heute so ein mega Big Point, sollten wir dieses Rennen hier gewinnen. Aber kann auch sein, dass das Auto seine Probleme hat. Wegen dem MUK. Das heißt, die müssen wir nach dem Rennen rauswerfen. So, Hartley will wieder angreifen. Will sich wieder die Führung zurückholen. Ein Toro Rosso greift den Red Bull an. Nichts. Vergiss es, lieber Kollege. Wobei, du starkes Rennfass, muss man sagen. Aber der wird jetzt wahrscheinlich seinen Stop ziehen. Ja, das tut er auch. Und es wäre quasi die letzte Runde, wenn der letzte Sektor war gut. Na gut, weil der Minimum Überholmanöver gegen ihn habe ich ein bisschen Zeit liegen lassen. Aber die letzte Runde haben wir ja sowieso auf dem Kanto. Auf dem Konto. So, wir führen wieder von Kimi Räikkönen und Serhii Sirotkin. Also ein Williams Überraschung auf Platz 3. Das Thema mit Kimi Räikkönen, der will auf jeden Fall rankommen, der will auf jeden Fall auch. Ich glaube echt, dass hier im UK das Problem ist, einfach an dem Auto. Weil der fährt sich genauso wie vorher auch. Irgendwas ist mit dem Auto definitiv nicht in Ordnung. Der ist so komisch fahren gemünzt. Kimi schnell zur Rennrunde, klar. Es wird auch so ein hartes Stück Arbeit, den Finnen hinter mir zu halten. Bottas hat sich der Rotkin kassiert. Ja, ich will mich versuchen, so breit wie möglich zu machen. Aber spätestens in der nächsten DS-Zone wird er mich kassieren. Die Chance hier das Ding zu gewinnen ist eigentlich nicht gerade so hoch gerade, weil das Auto auf jeden Fall irgendwelche Probleme hat. Ja, die Bremsen sind auch auf die Temperatur, das sehe ich gerade, die sind... Ich glaube, das war sein Flügel. Ich glaube, das war sein Flügel. Ich glaube, das kann sein, dass er jetzt wechseln muss, weil ich glaube, ich habe ihn gleich erwischt. Ich glaube, es war sein Flügelchen, den er vorne gerade kassiert. Ich hoffe es zumindest. Angriff, wieder, ja, wieder vorbei. So, jetzt werden wir sehen, ob man in die Box muss. Nö. Ja, definitiv Leistungsverlust. Ich sage, der Motor ist nicht ganz gut in Ordnung. Danke, Kimi. Ja, ich werde ihn jetzt natürlich versuchen zu blocken.
Wieso würde ich mir jetzt versuchen, natürlich da zurückzuhalten von mir? Ich will jetzt heute gewinnen, 3 Runden haben wir noch. Und der Ferrari scheint öfters ein bisschen Power zu haben. Also wir werden auf jeden Fall einen Motorwechsel machen müssen nach dem Rennen. Und das vor Singapur, das wird natürlich richtig lustig. Hier werde ich ihn noch gehalten bekommen. Das wäre so wichtig, 10 Punkte. Also 40 reichen, um den Mercedes wegzuhalten. Ja, das Auto ist auf jeden Fall alles andere als in Ordnung. Definitiv nicht. Wir kommen nicht weg. Im Zweifel gehe ich ein bisschen rabiater zur Sache. Ich werde mit den Typen... Ich werde versuchen wegzuhalten. Runde 11 gleich. Ja, irgendwas ist definitiv mit dem Auto nicht in Ordnung. Das kann mir keiner erzählen. Das Ding ist so unruhig und so komisch fahren. So, der nächste Versuch. Das ist ja Gott sei Dank relativ weit weg. Ich komme aber ein bisschen weg jetzt auf einmal von ihm. Scheint sich der Red Bull doch erholt zu haben ein bisschen. Ja, ich könnte natürlich jetzt sagen, ich gehe auf Fettgewicht, aber es bringt dir ja nichts. Es wird dir den Motor noch weiter auffressen und das ist halt das Problem. Ja, wir können aber ein bisschen Abstand halten, das ist das Gute. Das ist wirklich voll zu runter. Also wir müssen ihn tatsächlich noch 2 Runden um ihn hinter uns halten. Es wäre sogar knapp noch jetzt runter. Das ist wichtig. 1,1 Sekunden. Das heißt, er hat keinen DRS hinter uns. So, jetzt müssen wir den Abstand wieder ein bisschen übersehen. Also eine Sekunde einfach irgendwie nur halten. Dann hätten wir es zumindest. Dann nehmen wir noch eine Runde danach. Ich versuche jetzt gerade auch ein bisschen... Ja, was heißt vorsichtiger zu fahren. Aber... Ich hoffe, dass wir danach die Motoreinheiten rein rauswerfen können. Aber Kimi vermutlich auch gerade ein bisschen schont. Oder wird er nochmal in der letzten Runde angreifen wollen? Ein Sieg wäre so wichtig. Vor allem, weil das bittere Bottas wird auf jeden Fall... da bin ich nicht ganz sauber durchgekommen. Da bin ich nicht sauber durchgekommen. Aber es müsste reichen, um uns in die letzte Runde zu retten. Abstand auf Bottas 11,0 Sekunden. Der holt auch auf. Es reicht, wird viel nicht reichen. Und wir können wegziehen von Kimi. Das ist erstmal eine sehr wichtige Frage. Das reicht aber nicht, um die letzte Runde zu fahren. So, letzte Sekunden. Letzte Runde. Wir können gar nicht auf Fett stellen. Weil der sofort den Motor kaputt, aber der Motor sofort wieder leistungsmäßig runtergeht.
Ja, ich muss jetzt Auto jetzt irgendwie versuchen zu halten. Irgendwie in die letzten Meter retten. Ich muss das Auto irgendwie schonen jetzt. Der Red Bull fühlt sich gar nicht mehr gut an, der Renault Motor oder in dem Emek. Definitiv nicht. Hält er den letzten Meter durch? Oder wird das wie damals bei Wege 2016, wo mir das Auto noch 80 Meter vom Ziel in die Luft gegangen ist? Nein, das reicht. Yes! Superb driving. That's the race win. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich, eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Mein Fahrer des Tages war Nico Hülkenberg. Wie er das Feld aufgemischt hat, war wirklich beeindruckend. Das hat einmal mehr gezeigt, warum er im Fahrerlager so hoch eingeschätzt wird. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Das war ein hartes Rennen auf jeden Fall. Für die schnellste Runde reicht das nicht, definitiv nicht. Aber wir haben zumindest unsere Führung wieder verteidigt. Und es sind nur noch 9 Punkte auf Mercedes. Deswegen war es so wichtig, heute dieses Rennen einfach zu gewinnen. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Gab es heute auf der Strecke irgendeine ernstzunehmende Konkurrenz? Ja, es war tatsächlich auch... Ein weiterer Platz auf dem Podium. Langsam muss es Ihnen da oben ja vertraut vorkommen, oder? Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Genau. Das schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Ja, das war ich selber. Das habe ich ein bisschen mir selber zu treiben. Danke für den Kommentar. Gut. Oh, das war heute so wichtig, dieser Sieg einfach. Nur noch 9 WM-Pünktchen auf die Mercedes. Die haben wir geholt. So, nochmal 500 WM-Pünktchen. Ja, ist ein bisschen. Wir haben sogar doch einen ordentlichen Ruf gewonnen. Fantastischer Platz auf dem Podium. Gut gemacht. Und jetzt genauso weiter in der restlichen Saison. Ja, du hast dein letztes Teamziel erreicht. Gut gemacht. Deinem Team gibt das die Motivation, die Entwicklung voranzutreiben. Und uns hilft es bei den Vertragsverhandlungen. Ja, 120 Runden. Wir haben ein bisschen... Ja, wir werden auf jeden Fall den dritten Motor einbauen. Wieder zurückbauen. Also das sind jetzt Einheit Nummer 3. So. Das ist aber auf jeden Fall eine. Ja, solange die aber sich nicht meckern. Das werde ich nicht in diesem Rennen machen. Weil das nächste Rennen ist Singapur. Wenn ich richtig im Kopf habe. Ja, ist es auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns wieder zum 15. Saisonrennen nächste Woche. Dann hoffentlich gleiche Welle, gleiche Stelle. Bis dahin und bei Let's Play F1 2018. Tschüss.